sind hier im Grützner Stüberl. Das ist der älteste Teil des Andechser Bräustüberls. Und ich begrüße meine Gäste hier am Tisch. Zuerst Frau Dr. Margit Johansen. Sie ist Nahost-Expertin und Friedensforscherin aus Hamburg. Dann Dr. Peter Gauweiler, Bundestagsabgeordneter und Rechtsanwalt. Und Dr. Reinhard Erös, Militärarzt und Begründer der Kinderhilfe Afghanistan. Frau Johansen, Sie haben einmal gesagt oder geschrieben, die USA werden lernen müssen, dass man mit einem Krieg einen Konflikt nicht lösen kann. Das ist natürlich jetzt ganz konkret auf den Irakkrieg hin gesagt, aber es gilt ja eigentlich für alle Kriegsparteien, für die mächtigeren unter den Kriegsparteien. Ist es das eine realistische Utopie, so ein Satz oder so eine Ansicht oder nur eine Illusion, die man hat als Mensch, der für den Frieden interessiert ist und dafür Eintritt hat? Also ich denke, das ist eine realistische Aussage. Es ist nicht unbedingt eine pazifistische Aussage. Es kann durchaus sein, dass man Waffen braucht in bestimmten Umständen, um dann einem Friedenswerk Raum zu geben. Aber die Vorstellung, dass man mit einem militärischen Sieg einen Konflikt bereinigt hat, die ist völlig illusorisch. Und man sieht es immer wieder, man sieht es an Konflikten, die wie der Irakkrieg jetzt in eine Phase eintreten, in der ein Aufbauwerk gefragt ist und gleichzeitig ist der Krieg aber noch nicht zu Ende und eine große Militärmacht, auch die ist nicht allmächtig, nicht mal militärisch allmächtig, aber erst recht nicht politisch. Und ich denke, insofern ist das eine sehr realistische Aussage. Haben Sie in Ihren Reisen im Nahost das Gefühl, dass das überhaupt eine gefährdete Region ist und dass dort die Bemühung um den Frieden natürlich noch mehr gefordert ist als anderswo? Ja, also insbesondere ist diese Region von ihrem Kernkonflikt, von dem Konflikt Palästina-Israel, sehr betroffen. Die gesellschaftlichen Entwicklungen in den arabischen Staaten werden blockiert davon. Der Zorn der Menschen vor allen Dingen, gerade jetzt, wenn man vergleicht den Palästina-Konflikt, der schwelt und schwelt und da gibt es eine Vielzahl von UNO-Resolutionen, die ignoriert werden. Und auf der anderen Seite gibt es den Irak-Fall, wo UNO-Resolutionen zum Anlass genommen werden, einen Krieg zu begründen. Und die Menschen dort empfinden das als zweierlei Maß und sind empört. Und der Zorn wächst auch auf den Westen und auf die USA insbesondere. Und insofern ist diese Region im Aufruhr. Peter, du warst, ja, wenn man lesen konnte und im Fernsehen auch gesehen hat, in Bagdad vor dem Ausbruch des Krieges, du hast den dortigen chaldäischen Bischof besucht, aber auch sonst die Menschen. Was hat man denn dort in einem Land, das da noch vom Krieg bedroht war, für eine Utopie oder für eine Sicht vom Frieden? Stimmt der mit der unseren überein? Was ist für die Menschen, die also wirklich bedroht sind, Frieden? Also für die Betreffenden ist, glaube ich, geht es im Inneren genauso wie uns auch. Frieden ist nicht nur die Abwesenheit von Krieg. Denn das Volk des Irak ist ja erschöpft durch über 10-jährige Sanktionen, die dem Land jede Kraft genommen haben. Ich habe selber erlebt, dass die Sanktionen gegenüber der Oberschicht völlig wirkungslos waren. Die haben im Gegenteil durch das sanktionsbedingte Aufblühen des Schmuggels noch einmal eine zusätzliche Verdienstquelle erhalten. Und nachdem von den Sanktionen ganz wesentlich betroffen waren, nicht wie wir da in unserer Leinsphäre alle gemeint haben, Kriegsgüter, sondern Lebensmittel und ganz massiv auch Arzneimittel. Du hast jetzt einen Arzt bei uns am Tisch. Und dort auf einmal die Kindersterblichkeit, die Säuglingssterblichkeit aufgrund eines Mangels an Wasseraufbereitungsanlagen, an Reinigung im Wasser, bis hin von der Sanktion des Westens war betroffen Insulin, waren die ohnehin in einem Stadium hoher Verzweiflung. Und wir haben eigentlich jedem Westler, der da kam, gesagt, was haben wir euch angetan? Denn der Sturz der Diktatur konnte es ja nicht sein, sonst hättet ihr euch was ganz anderes überlegen müssen, schon vor 12 Jahren. Und ich war gegen diesen amerikanischen Angriff
Und ich halte es auch für eine Naivität zu meinen, dass es den Krieg gibt, der allen Kriegen ein Ende macht. Das hat man, das ist ja seit Adam und Eva schon die Vorstellung. Aber ich denke jetzt, dass man den Amerikaner bei allem, was uns an denen ärgert, hätten jetzt die Chance, das zu zeigen, dass sie das sind, was sie behaupten, nämlich also doch ein Kulturvolk, das auch diese hohe Kriegsbrutalität überwinden kann und zeigen, dass es auch anders geht. Das wird sich in den nächsten Wochen entscheiden. Und da müssten die Amerikaner eigentlich das tun jetzt, was man von ihnen nicht erwartet. Du hast das vorher gerade gesagt, also schon vorher war der Schmuggel also sehr lebendig und wirksam und sonst. Also es ist ja so, dass am Krieg auch viele andere Interessen beteiligt sind. Also dass eben nicht nur immer die hehren Motive, man will seine eigenen Werte verteidigen. Das sonst, war noch nie. Ja, aber dass es auch Kriegsgewinnler gibt und die dann auch immer Interesse haben, im Krieg zu führen und dass dann auch der Friede gar nicht so das hohe Ziel eigentlich ist. Sie haben sich in Afghanistan ja wahrscheinlich, oder Sie waren ja in Ruanda, in Bosnien, in Osttimor, durchaus auch ähnlich erlebt. Ja, wobei ich mich zunächst mal auf Afghanistan gerne konzentrieren würde, weil ich das Land am längsten kenne und weil das Land ja nun auch mit 23 Jahren Krieg am Stück quasi so eine Art Weltrekordinhaber darstellt. Sie haben vorhin angesprochen, wie hat Herr Gauweiler das in Bagdad im Gespräch mit den Menschen dort erlebt? Hier wollen Sie Frieden oder würden Sie einen Sturz Saddams durch einen Militärschlag eher die Priorität einräumen? In Afghanistan hat sich das verändert. Also ich war Mitte der 80er Jahre dort, also das Land gerade in der Hochphase seines, wie Sie es nannten, seines Befreiungskrieges, seines nationalen wie auch religiösen Befreiungskrieges gegen die gottlosen kommunistischen Besatzer waren. Damals mit Afghanern über Frieden zu reden, also hört jetzt auf, lieber Rot als Tod, lasst doch über euch ergehen, ihr werdet euch schon mit den Russen, mit den Shuravis, wie sie sie nannten, arrangieren, das wäre eine undenkbare Diskussion gewesen. Nicht, weil die fanatisiert waren oder verrückt, sondern weil für dieses Volk ihre nationale Integrität, das selber Verfügen über ihr Land und auch vor allen Dingen das Behalten ihrer Religion, des Islams, einen so hohen Wert darstellten, dass sie dafür bereit waren, bis zum Letzten zu kämpfen. Jetzt habe ich dann eine 10-jährige Pause gemacht, bin 1990, nachdem die Sowjets draußen waren, wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Ich war damals 4 Jahre in Afghanistan, von der Bundeswehr beurlaubt, habe in Afghanistan illegal als Arzt gearbeitet, was auch sehr schwierig und auch sehr gefährlich war. Bin dann 1990 mit meiner Familie wieder zurück nach Deutschland, bin wieder zur Bundeswehr heimgekehrt, wenn Sie es wollen, und habe dann, Sie haben die anderen Kriegsschauplätze angesprochen, also Ruanda, beziehungsweise Osttimor dann 99 und auch mit der Bundeswehr, mit der NATO dann Bosnien und Kosovo. Also durchaus eine Fortsetzung gewisser Erfahrungen in Afghanistan gemacht und bin dann 98 wieder in Afghanistan zurück. Also in der Hochphase jetzt der Taliban-Besetzungszeit. Und da war das Land bereits 20 Jahre im Krieg. Und was ich dann an Gesprächen und an Einstellungen der Menschen dort jetzt zu diesem langen Krieg, der dann auch aus ihrer Sicht keinen Sinn mehr machte, also wo man überhaupt nicht mehr wusste, um was es geht, erlebt habe, das ist exakt das Gegenteil dessen, was Mitte der 80er Jahre noch los war. Das heißt, es gibt schon Phasen, wo ein Volk sagt, wir haben jetzt keine andere Möglichkeit, als uns entweder militärisch zu verteidigen oder eine üble Situation nur mit einem Militärschlag zu beenden. Und es gibt eine Phase, wo sie sagen, das bringt eigentlich nichts. Im Gegenteil, jetzt wollen wir endlich Frieden haben und unser Land wieder aufbauen. Und in diesem Stadium ist Afghanistan jetzt. Jetzt versucht man das Land wieder so, wie auch immer in unseren westlichen Vorstellungen, zentral in Kabul beginnend so zu ordnen, was wahrscheinlich Jahre dauern wird. Dabei. Das bedeutet doch, dass es wahnsinnig schwierig ist, jetzt da eine Linie reinzubringen, jetzt so einen Konflikt auch oder so eine Kriegssituation auch wirklich zu beenden. Wir haben Circulus Vitiosus. Dieser Krieg ist die Voraussetzung für die Produktion von Opium. Und dort werden Milliarden Euro umgesetzt. Da geht es nicht um ein paar Millionen, geht es um Milliarden in einem Land, was kein Geld hat. Also haben viele Leute Interesse daran, dass der Krieg quasi dieser schwelende Konflikt perpetuiert, damit sie weiter ihre Milliarden machen können. Aber diese Situation findet man ja auch in Afrika. Also diese Vorstellung, dass ein Krieg, diese konventionelle Vorstellung, dass ein Krieg dazu dient, ein Territorium zu erobern zum Beispiel oder Ölquellen zu erobern, ist die eine Vorstellung. Aber es gibt eben auch Situationen, in denen der Krieg als solcher die Voraussetzung dafür ist, um Gewinne zu machen. Die Unordnung, die dadurch bewirkt wird durch diesen Krieg, ist die Voraussetzung für bestimmte Geschäfte. Und so dass diese Kriege wie so ein Torfbrand schwelen und auch ganz lange dauern und im Übrigen sehr, sehr viele Menschen töten. Also die größte Opferzahl im Kongo, über 3 Millionen Menschen.
Das ist die größte Opferzahl nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das wird ja bei uns meistens vergessen, die übersieht man nicht. Man sieht nur die großen Konflikte politischer Natur. Ja. Aber diese ständig schwelenden und vor sich hin schwelenden Konflikte, die gibt es nicht in der öffentlichen Wahrnehmung. Ja. Was mich immer interessieren würde, du bist ja dezidiertes Mitglied einer christlichen Partei, auch als erklärter evangelischer Christ und hast dich ja auch jetzt vor dem Irak-Konflikt mit deiner eigenen Partei etwas in dieser Frage angelegt, mit den Führern. Was mich so beängstigt überhaupt ist, dass es im 21. Jahrhundert, also die Menschheit trotz Aufklärung und trotz 2000 Jahre Christentum, also noch nicht zu anderen Formen von Konfliktlösungen gekommen ist und dass immer noch der Krieg als eine der möglichen Optionen ist und dass es dann auch Menschen in politischen Gruppen, auch bei Staaten gibt, die dann auch dafür noch einstehen. Also das hat mich sehr imponiert, dass du da, sagen wir, als dezidiert Konservativer aber eine andere Haltung hast. Wir Konservativen sind ja neudeutsch Law and Order Leute, das heißt, wir wissen, dass die Einhaltung der Regel nicht nur Zwang bedeutet, sondern auch größere Freiheit als die Unordnung. Und das hat man sich ja im 20. Jahrhundert langsam herangetastet, dass das auch im Verhältnis der Völker und Staaten untereinander gilt und hat da seinen ersten Höhepunkt im Völkerbund nach dem Ersten Weltkrieg, dann wieder gescheitert und der nächste Versuch nach dem Zweiten Weltkrieg in der UNO mit vielen Schwächen und Fehlern, aber es gibt kein besseres, wie mit der Demokratie auch. Das ist die beste von den schlechten Staaten, so ist die UNO das Beste. Die beste von den schlechten. Und das, was du sagst, mit der, dass die eigentlich im 20. und 21. Jahrhundert immer noch sich dann nach vielen Freundschaftsgesprächen wieder auf den Kopf aufhauen, ist auch wieder makabererweise beruhigend. Der Mensch ist der gleiche und seit der Geschichte mit dem Sündenfall, und das ist jetzt vieler technischer Fortschritt und Computer dazugekommen, aber so den großen Frieden auf Erden, das Paradies auf Erden, das hat man im 20. Jahrhundert aber mal versucht, das gibt's nicht. Und man muss immer wieder durch eigenen Krafteinsatz und dran arbeiten. Also das ist ein Dauerzustand. Es gibt überall diese verheerenden Verhältnisse, die wir jetzt gehört haben. Wir haben im alten Europa gezeigt, nach vielen mühseligen Erfahrungen und Häutungen, dass es vielleicht anders auch gehen kann. Auch mit immer noch Problemen von Nordirland bis zum Kosovo oder Spanien. Ja. Aber selbst in den Beispielen sieht man wieder, man rappelt sich doch wieder ein Stück hoch. Und an dem Beispiel, glaube ich, können andere sich auch aufrichten und sagen, ist es eigentlich wirklich ihm geschrieben, dass das ganze Gebiet um das Mittelmeer herum zwischen dem früheren Karthago und dem Land, wo alles anfing, ja, ist es wirklich geschrieben, dass die sich jetzt auch die nächsten 10 Generationen an Schädel blutig hauen müssen? Oder kannst du nicht irgendwann mal einen in der Evolution einen historischen Quantensprung geben? Du hast schon angesprochen, die UNO, du bist ja selber Jurist. Ist jetzt das eine Beschädigung für die UNO, dass jetzt die Amerikaner und die Briten sozusagen ohne dieses Mandat des Sicherheitsrates den Irak-Konflikt angefangen haben? Hat die UNO, also gerade als eine, ich verstehe es ja auch als ein Ergebnis einer 2000-jährigen Christentumsgeschichte, nicht? Eben dadurch, dass sozusagen diese Globalisierungsidee hängt ja wesentlich auch mit der christlichen Idee, alle Menschen sind Geschwister zusammen. Und da kam es eben dann in einer säkularisierten Form, das ist sowas wie einer Völkerorganisation, Völkerbund oder UNO. Aber, also. Alle sagen, es ist eine Beschädigung der UNO. Ja. Da spricht sehr viel dafür. Aber ich glaube, dass es auch ein
Teil ein Zeichen von Stärke war, dass die UNO vor den Amerikanern nicht eingeknickt ist. Ja, denke ich auch. Denn die wollten ja, Hamels macht es noch irgendwie so eine Resolution gegen eure Überzeugung, gegen die Überzeugung aller europäischer Völker. Und dann sind wir ja von der Papierform, dann dürfen wir ja da einrücken. Und dass hier die als Mächte des alten Europa beschimpften Staaten gesagt haben, nein, das machen wir nicht. Verbunden mit über 100 Staaten der ganzen Welt, fand ich eigentlich beachtlich und hat den Amerikanern, die dann zwar in einer Trotzaufwallung das Gegenteil getan haben, aber es ist ja auch ein freies Land, in dem intern extrem viel diskutiert wird, schon gesagt, also das dürfen wir uns nicht ein paar Mal noch leisten. Ich glaube, dass auch im Zusammenhang mit der UNO zu sehen ist, dass das Bewusstsein bei den Menschen darüber, dass die UNO eigentlich die Organisation ist, die zwischenstaatlich eigentlich die Rechtsordnung herstellen soll, die wir ja innerstaatlich längst kennen. Also wir gehen ja im Allgemeinen mit unseren Konflikten auch nicht so um, dass wir mit dem Messer in der Hand sie lösen, sondern wir gehen zu Gerichten zum Beispiel. Und ich habe also in den letzten Monaten von so vielen Menschen erfahren, dass die sich Gedanken über die UNO machen, dass sie sich fragen, was ist das eigentlich, wozu ist das da? Und diese Vorstellung, dass die Stärke des Rechtes eigentlich herrschen sollte, die ist durch diese Ereignisse, dass der Sicherheitsrat ganz sicher geschwächt worden ist, aber da gibt es eben genau diese Gegenbewegung, dass die Menschen auf einmal erkennen, was für ein wichtiges Instrument sie eigentlich sein kann und sein sollte. Das ist eine positive Entwicklung. Dann war mir nur ein zweites wichtig. Du hast ja den Nordirland-Konflikt in Europa angesprochen. Was für eine Rolle spielen denn jetzt Religion oder christliche Konfessionen bei Konflikten in der Welt überhaupt? Also es ist natürlich auch viel, es wird ja immer der 30-jährige Krieg oder eben gerade der Nordirland-Konflikt angeführt, wenn es darum geht, dass Religionen auch Kriege entfachen können, aber ich glaube, andererseits haben keine anderen Institutionen, Organisationen in der Welt auch eine solche Kompetenz, also gerade darin, Frieden zu schaffen und den Auftrag dafür da zu sein, also gerade die Religionen oder speziell auch unsere christliche Religion, wir kommen ja alle aus dieser Tradition, also mich hat das ja schon sehr berührt, also wir Deutschen und auch wir Benediktiner sind jetzt nicht alle so die großen, immer nach Rom zentrierten, aber also, dass der Papst so eindeutig also den Krieg verurteilt und gesagt mit einem wunderschönen, also es ist fast schade, wunderschön zu sagen, weil es immer ein furchtbarer Zusammenhang ist, aber ein treffendes Wort, jeder Krieg ist eine Niederlage der Menschheit. Dass Religion Auftrag hat, dagegen zu sein, auch wenn sie in der eigenen Geschichte viele Fehler gemacht hat. Was spielen denn da? Wie ist in den Ländern, wo Sie waren, Afghanistan, da ist jetzt mehr der Konflikt unter den Völkern und weniger unter den... In Afghanistan geht es nicht um Religionskriege. Das war eben der Krieg gegen die Sowjetarmee als quasi die Inkarnation des Gottlosen und das war was anderes, im Augenblick nicht mehr. Nee, aber glaube ich, wenn wir jetzt diesen mittelasiatischen Kulturbereich oder überhaupt den Nahen Osten dazu und uns aufgeklärte Europäer so vergleicht, ich meine, wir haben nun säkulare Staaten hier bei uns. Bei uns ist Religion ein Teil der Gesellschaft und man ist entweder religiös oder nicht oder wie auch immer. In solchen Ländern ist Religion ja das Lebenselixier. Also ein Afghane, der ist mit jeder Körperzelle Muslim. Ein Pakistani genauso, ein Araber, Saudi-Araber vermutlich genauso. Also hier kann man, hat der Stellenwert der Religion im Leben des Einzelnen, im Leben der Kleingruppe und der Gesellschaft in solchen Ländern einen ganz anderen Stellenwert als bei uns. Das heißt, dort wären zum Beispiel religiöse Gründe Kriegsgründe. In Europa kann ich mir das nicht mehr vorstellen, dass die Protestanten über die Katholiken herfallen, wenn wir jetzt mal von Nordirland, wobei das wahrscheinlich auch kein Religionskrieg ist, so wie ich das sehe, sondern auch mehr ein nationaler Krieg, absehen. Also insofern unterscheiden sich da schon die abendländische Kultur in ihrer Entwicklung, wie sie Herr Gauweiler beschrieben hat, über Aufklärung eben zu einer aufgeklärten demokratischen Gesellschaft und diesen Gesellschaftsordnungen im Nahen Osten, mittelasiatischen Bereich, wo Religion das zentrale Thema der Gesellschaft ist. Ja. Also ich glaube auch, dass Religion insofern, weil sie ja viel lebendiger ist und eine Massenkultur im Grunde darstellt in dieser Region, zumindest
instrumentalisierbar ist. Und wenn sie eine enge Verbindung eingeht mit nationalistischen Zielen, dann ist das eine Kombination, die ganz schwierig ist, die sich auch ganz schwierig politischen Lösungen erschließt. Man sieht zum Beispiel in Nordirland, das ist eigentlich auch kein Religionskonflikt, aber die Religion diente dann dazu, Grenzen innerhalb einer Gesellschaft zu ziehen und zu sagen, du gehörst zu uns und die gehören zu den anderen. Und war dann so ein Vehikel. Es waren keine das war kein Religionskonflikt, aber die einen waren eben die britischen und die anderen waren eben die irischen und da war die Religion eine Wasserscheide. Und im Palästina-Konflikt zum Beispiel ist es letztlich, nehmen wir Jerusalem, die Stadt der drei Religionen, wobei der Papst keine Armee hat und darum nicht die große Rolle dort spielt. Aber wenn die Israelis sozusagen mit ihren nationalen Vorstellungen ihre religiösen verbinden und die Palästinenser genau das Gleiche tun, dann sind die Konflikte sehr, sehr schwer lösbar. Also Sie haben gerade das Heilige Land ansprechen. Ich war ja jetzt vor ein paar Tagen dort bei unseren Mitbrüdern in Jerusalem und in Tabqa. Und war also, natürlich ist es furchtbar, kein Tourismus. Jetzt aufgrund dieses Konfliktes, jetzt im Krieg dann auch nochmal, war in Bethlehem, also war man ganz alleine in der Geburtsgrotte. Weil Sie sagen, also der Papst hat keine Divisionen, aber da hat jetzt ganz speziell die orthodoxe Kirche dem Bush und dem Blair verboten, also in Zukunft die Geburtskirche in Bethlehem zu betreten. Yeah. Und Arafat hat aber dort als der Chef der palästinensischen Bevölkerungsgruppe einen Ehrenplatz, zum Beispiel bei dem Weihnachtsgottesdienst. Also das ist doch aber auch gerade, da sieht man ja wieder, dass also eine Religionsgemeinschaft eigentlich sehr massiv eingreifen kann und sozusagen Fronten. Ich fand das sehr unglücklich eigentlich, weil also ich würde mir nie erlauben, hier in Mitteleuropa, wie Sie es gesagt haben, irgendjemanden aus politischen Gründen den Zutritt zu einer Kirche zu verbieten. Das kann ja auch niemand richtig verbieten. Insofern ist das ja Schall und Rauch, was da irgendein Pope da erklärt. Ne? Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch schon die Empörung verstehen, denn diese Einmütigkeit in einer politischen Frage hat es ja noch nie gegeben. Diese grandiosen Äußerungen des Papstes, du hast sie angesprochen, dann alle evangelischen Kirchen, die orthodoxen Gemeinden der ganzen Welt, die anglikanische Kirche, Erzbischof von Canterbury, der ja staatsrechtlich die Königin von England vertreten, konnte die alle erklären, unisono, tut es nicht. Und die Staatsführer Bush und Blair schütteln sich nur und sagen, das ist uns alles gleich. Ich bin mit dieser einen Maßnahme nicht einverstanden, aber dass man dann da schon nochmal ein heftiges Wort, wenn ich mir denke, was der Reformator Luther über ganz bestimmte irische Regenten erklärt hat, dass man die dann auch schon einmal sagen muss, Kameraden, so geht es nicht. Das halte ich gerade aus einem christlichen Selbstverständnis heraus schon für richtig. Und der ewige Einwand gegen die Religionen, dass man sagt, ja, ihr macht ja selber so viele Kriege, das ist ja einerseits nicht bestreitbar. Aber mit der Religion ist es so, es ist ein großes Gefühl, das dahinter steckt, ja, wie mit der Liebe. Und man muss kein Jurist sein, um zu wissen, wie viele Straftaten im Zusammenhang mit der Liebe und ihren Verirrungen und Enttäuschungen entstehen. Und es hat auch mit dieser großen Sache zwischen Mensch und einer höheren Instanz zu tun. Aber das ändert ja nichts daran, dass man auf dieses ewige Gefühl verzichten will und dann wir nur noch Maschinenmenschen wären. Und ich glaube im Gegenteil, dass eine Richtung, die sich jetzt auch zwischen den Religionen entwickelt, nicht im Sinne von gleichgültig, mir ist alles gleich, ja, Hauptsache Religion, sondern mit dieser wachsende Respekt, dass man den Unterschied der Religionen auch als Wert erkennt, dass man dann sagt, kann man das reduzieren, mal auf den Kern, da hat Kardinal Ratzinger dann mal gesagt, es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Ja. Ja. Und wenn man denkt, kurz vor dem 11. September, da gab es ja mal eine Alternative zu diesem Clash
der Kulturen. Da ist der Papst in die Umayyiden-Moschee nach Damaskus auf Einladung des Großmufti von Syrien. Und die haben beide bestimmt völlig unverdächtig, dass sie an ihren Religionen was rütteln lassen. Aber die haben sich da gefunden und haben gemeinsam an einer Stelle in dieser Moschee, wo übrigens früher eine christliche Kirche war, haben sie gebetet. Und das, glaube ich, das kann Tausenden von Gläubigen einen Ausweg aus diesem Dilemma und aus dieser Sackgasse zeigen. Ihr braucht nicht irgendwelche atheistischen amerikanischen Computerfiguren werden, die nur in Jeans und mit Popcorn und Ketchup, und ihr könnt euren Kulturen treu bleiben, in die Moderne rein und könnt unterschiedliche Wege gehen, ohne dass man jetzt dem Andersgläubigen den Kopf einschlagen muss. Ja, aber es wird doch, also du hast das ja erwähnt, das Clash of Civilizations, diese Theorie von dem Samuel Huntington, dass eben die zukünftigen Konflikte nach dem Ende der Ost-West... Es ist eine Möglichkeit. Ja. Es ist eine Möglichkeit. Ja. Aber es ist ja immer die Aufgabe von jedem Menschen neu, von jedem von uns, so unbedeutend wir auch sein mögen, zu sagen, es gibt auch eine Alternative. Ja. Ja, und die kann jeder in seinem Bereich, er bei seinen Kindern in Afghanistan und du in deinem Kloster und sie in der Friedensforschung und ich im Bundestag, sind wir alle Einzelkämpfer. Ja, aber wir können sagen, es geht auch anders. Und dafür sind wir da. Ich möchte, weil Sie den Papst gerade angesprochen haben, ich war in Pakistan und wie wir wissen, eines der fundamentalistischsten sunnitischen Länder überhaupt, militärisch mächtigste islamische Land. Und ich saß am Fernseher, da gibt es Fernseher auch in den Dörfern an der afghanischen Grenze, um mich herum einige Mullahs, also islamische Geistliche, würde man bei uns sagen. Und es kamen die Nachrichten, die pakistanischen Nachrichten. Und ich dachte, ich traue meinen Augen nicht, da zeigen die den Papst. Das hatte ich die Jahrzehnte vorher nie gesehen, dass die irgendwas aus Rom zeigen und zeigen den Papst in einer, bei einer seiner Reden, wo er eben diesen Krieg, der Anstand, gegeißelt hat und klar sich ausdrückt, wurde auch sehr korrekt übersetzt. Und das ist dort unten ein Ereignis. Ich habe da natürlich stundenlang mit den Mullahs, also mit den Maulawis mich darüber unterhalten. Die kannten den Papst natürlich schon. Die wussten übrigens über die christlichen Kirchen oft viel mehr Bescheid, als die meisten von uns über den Islam wissen. Und das war für die ein wahnsinnig wichtiges Erlebnis oder Erkenntnis, dass der Westen jetzt nicht nur politisch nicht einer Meinung ist, sondern dass die große Religion des Westens, nämlich das Christentum, und die größte im Christentum, nämlich die katholische Kirche, sich so klar, ohne jetzt irgendwelche lauwarmen Differenzierungen damit einfließen zu lassen, sich so klar gegen den Krieg der Amerikaner, wie sie ihn ausgesprochen hat. Ich glaube, das ist eher ein Schritt gegen diesen Clash der Civilization, wenn man mit Civilization jetzt Religionen mitmeint. Mhm. Ja? Also diese Rede des Papstes hat enorm dazu beigetragen, dort unten, dass die Vorstellungen dieser Menschen, auch der einfachen Menschen, von der Einheit des Westens, was den Krieg im Irak angeht, kaputt zu machen, im positiven Sinn kaputt zu machen. Und jetzt noch zur Zivilisation. Als Präsident Bush einen Tag vor dem Enduring Freedom, vor dem Krieg in Afghanistan, der am 7. Oktober 2001 gegen Taliban begann, diesen berühmten Satz gesprochen hat, etwa so, morgen beginnt der Civilized World against the Uncivilized World. Also auf Deutsch übersetzt, der Krieg des kultivierten, gebildeten Teiles dieser Menschheit gegen die Wilden. Da saß ich mit vier, gebildeten Afghanen an einem Teetisch. Also gebildet auch in unserem Sinn, dreimal habilitiert, in Deutschland habilitierte Professoren. Also, aber Afghanen. Und da sage ich zum Kadir, wie verstehst du den Satz? Wie interpretierst du als Afghaner diesen Satz? Wir wussten ja genau, am nächsten Tag fallen die Bomben auf Afghanistan und nicht auf Saudi-Arabien und auf Kuwait, wo Al-Qaida eigentlich zu Hause ist. Dann sagt er, ja. Typisch afghanisch, kultiviert afghanisch. Der Bush ist ja ein gescheiter Mann, der wird das schon richtig meinen. Denn uns Afghanen kann der nicht meinen. Der weiß doch, dass unsere Kultur 5000 Jahre alt ist. Der weiß auch, dass deine, hat auf mich gezeigt, deine abendländische Kultur so 2500 Jahre alt ist. Und er weiß auch, dass in Amerika vor 160 Jahren die Glühbirne erfunden worden ist. So fein, souverän hat der sich ausgedrückt. Also diese Vorstellung, wie viele bei uns haben, dort unten sind Wilde, die auf alles was festen und so weiter, hinter Felsen mit Messern lauernd, meuchelnd warten, die ist natürlich komplett falsch. Also wir finden in diesen Gegenden dort viel mehr Kultur oft, gebildet sein in unserem Sinn, auch Herzensbildung, als manche bei uns das für möglich hält. George Bush hat auch einen großen Vorgänger in der Mitte des 20. Jahrhunderts, Präsident Kennedy, der hat einmal gesagt, die Menschheit muss dem Krieg ein Ende setzen oder der Krieg setzt der Menschheit ein Ende.
Trotz dieser Erkenntnis gibt es immer wieder Kriege. Wir haben jetzt schon so viel diskutiert darüber, aber die Frage, warum gibt es denn überhaupt Kriege? Was für Gründe, warum entstehen die? Es ist also eben auch aufgrund der Frage, die ich ganz am Anfang schon gestellt habe, jetzt haben wir aufgeklärte Menschen und trotzdem kommt es dazu, dass wir Konflikte glauben, nicht anders lösen zu können, unter den Völkern und Nationen. Ja. Also Präsident Kennedy hat das ja zu einer Zeit gesagt, als die beiden großen Blöcke atomar bewaffnet waren und eine Auseinandersetzung, ein Krieg zwischen ihnen wahrscheinlich wirklich zur Apokalypse geführt hätte. Da sieht man aber auch schon, Ideologien können eben auch zumindest Kriegsgefahr heraufbeschwören. Und wenn die nicht atomar bewaffnet gewesen wäre, ist es gar nicht sicher, ob das nicht auch zu einer militärischen Auseinandersetzung geführt hätte. Und natürlich die klassischen Motive, Territorien gewinnen, Ressourcen, Wasser oder Öl, das sind alles Gründe. Natürlich die nationalstaatlichen, also die Kriege, die dazu geführt haben, dass aus Kolonien Nationalstaaten wurden, die Dekolonisierungskriege, auch das sind davor natürlich die Eroberungskriege. Und das ist alles noch nicht beendet. Also wenn wir haben schon vorhin über das Heilige Land gesprochen, auch da hat man die Situation, dass es da gibt es ein Palästina, was noch kein Staat ist und das will ein Staat werden. Und dann gibt es Gruppen, die das mit dem bewaffneten Kampf machen. Und die gewinnen dann aber auch eine Art von Anspruch, an später an der politischen Macht teilzuhaben, wenn sie den bewaffneten Kampf führen. Und da sind andere Gruppen, die leiten ihren Anspruch an der politischen Macht anders ab. Zum Beispiel aus den Diensten, die sie für die Bevölkerung leisten, aus den sozialen und Gesundheitsdiensten dieser geschundenen Bevölkerung. Das sind andere. Beides hat was mit Macht zu tun. Und die Frage ist, worauf stütze ich den legitimen Anspruch an Macht? Die einen auf die Waffen, die anderen auf Dienste am Menschen. Und das ist auch eine Auseinandersetzung darüber, wie man eigentlich einen Staat gestalten will. Und ich erwähne das, weil ich denke, dass man auch dieser Kriegsfraktion auch nicht das Feld überlassen muss. Und das ist auch kein Verhängnis, nicht? Denn man sagt zwar, der Krieg bricht aus, so wie ein Blitz kommt, aber es ist natürlich nicht so, der Krieg wird gemacht. Sie haben das Wort Macht jetzt ein paar Mal gebraucht. Das ist ja auch eine Erfahrung, die jetzt gerade vor dem Irak-Konflikt sehr virulent war. Die Leute haben das Gefühl, wir sind machtlos. Also es ist natürlich bei uns sowieso jetzt in Deutschland, aber es war auch zu sehen, die Jugendlichen, vor allem Schüler, die also auf die Straße gegangen sind, also obwohl man immer gesagt hat, die sind völlig unpolitisch, unsere Jugend zurzeit, nur fun-orientiert. Und die einzige Möglichkeit für diese Menschen war auszudrücken, wir sind mit dem Krieg, mit dem drohenden Krieg nicht einverstanden, indem er eben demonstriert. Oder ich erinnere mich an den wunderschönen Friedensgottesdienst Mitternacht in der Matthäuskirche bei den evangelischen Mitchristen, also wo Tausende von Menschen mit Kerzen, also da 5 vor 12 in der Kirche waren. Das ist Ausdruck von Protest oder jetzt auch Gebet, weil man machtlos zu sein scheint. Wie ist denn das Volk in einer demokratischen Gesellschaft machtlos gegenüber diesem drohenden Krieg? In einer demokratischen Gesellschaft mit Sicherheit nicht. Deswegen werden ja auch Kriegsdebatten in demokratischen Gesellschaften oft gebraucht, manchmal auch missbraucht. Also auch die Gefahr ist, wo es dann immer auch gern zu einer Verwechslung von Ethik und Heuchelei kommt. Das ist der Politik auch nicht ganz fremd. Und letzten Endes hatte auch unsere innerdeutsche Debatte, wenn man sie ehrlich betrachtet, auch ihre parteilichen Aspekte. Und jeder Politiker freut sich, wenn er mal mehr mit auf der Woge einer Zustimmung mitschwimmen kann, als derjenige, auf den alle einhauen. Nachdem ich also beide Seiten schon erlebt habe in meinem politischen Leben, weiß ich da ganz gut Bescheid. Aber letzten Endes galt ja immer der Lehrsatz, eigentlich können demokratische Länder keinen Krieg anfangen, weil das mehrheitsmäßig nicht akzeptiert wird. Da ist jetzt ein neuer gefährlicher Präzedenzfall gekommen durch das Verhalten des Bush. Ich muss ganz offen gestehen, ich hätte nie gedacht, dass sich ein demokratisch legitimierter Präsident es leisten kann,
gegen den Weltsicherheitsrat, gegen die UNO, einen, nicht irgendeine schnelle bewaffnete Intervention, sondern einen förmlichen Krieg zu Wasser, zu Lande und in der Luft zu beginnen. Und das ist, sagen wir mal, das Frustrationserlebnis in diesem Zusammenhang. Und darüber muss auch geredet werden. Und das, darüber kann man auch nicht zur Tagesordnung gehen. Deswegen glaube ich, dass die recht haben, die sagen, wenn das Völkerrecht nicht vor die Hunde gehen soll, muss das durch die Instanzen der UNO geklärt werden. War die Resolution 1441, war die eine Legitimation für Großbritannien und für die USA oder war sie es nicht? Und die Instanz, die dafür zuständig ist, ist halt nun mal bei allen Unzulänglichkeiten der Internationale Gerichtshof, nämlich das oberste Gericht der Vereinten Nationen. So steht es in den Statuten und die Statuten kann man wegschmeißen. Wenn man sagt, ja, jetzt ärgern wir die Amis nicht mehr und kriegen wir vielleicht noch ein paar Aufträge, die kriegen wir sowieso nicht und machen wir alle fest die Augen zu. Weil da können Sie keinem Menschen mehr verlangen, dass die Straßenverkehrsordnung einhält, wenn das für die alleroberste Etage dieses Planeten nicht mehr gilt. Also ich denke, dass dieser Krieg jetzt im Irak mehr noch als der 11. September so die Welt jetzt vor so einen Scheideweg gestellt hat. Entweder sie schafft es, das, was Peter Gauweiler angesprochen hat, quasi den alten Weg wieder zurückzufinden, dass den Primat über die Entscheidung Krieg und Frieden in der Welt eben die UNO, die Völkergemeinschaft hat, nach den Kategorien, nach denen sie diese Entscheidung trifft. Oder, das wäre die andere Richtung, wir gehen in eine Art Richtung demokratischer Imperialismus einer Großmacht, die letztlich dann, wenn es auf Spitz und Kopf geht, sich über die Bedenken und über die politischen Einwände sowohl der Gesellschaften, das war in allen Demokratien, in Amerika ist gekippt, zumindest am Ende, am Anfang war es auch halbe-halbe, waren ja die Menschen in überwältigender Mehrheit gegen diesen Krieg. Auch in den Ländern, wo die Regierungen dafür waren, in Spanien und so weiter, sind 70-80% der Bevölkerung gegen die. Also ich glaube, Regierungschefs, Politiker können sich das nicht öfter leisten, dass sie in einer so entscheidenden Schlüsselfrage, Krieg und Frieden, sich über die Köpfe einer Zweidrittel Mehrheit ihrer Bevölkerung hinwegsetzen. Also ich glaube, an diesem Scheideweg stehen wir und da kann man natürlich hoffen und beten, dass Einsicht in die Köpfe einiger Politiker und auch einiger Gesellschaften zurückkehrt und dass sich dann bei den nächsten Wahlen in diesem Land unter Umständen eine Veränderung ergibt. Also ich glaube, dass auch der 11. September, der hier eben erwähnt wurde, da von großer Bedeutung ist. Wenn ich mich recht erinnere, war die Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung am Anfang gegen einen Krieg gegen den Irak ohne Mandat des UNO-Sicherheitsrates. Und dann gab es eine Medienkampagne fast, in der dann letztlich die Bevölkerung überzeugt davon war, dass zwischen Saddam Hussein und Al-Qaida ein Zusammenhang besteht. Also wir sind angegriffen worden, jetzt schlagen wir zurück. Und das hat die Mehrheit in den USA gebracht. Das ist aber letztlich nicht der Weg, mit dem man mit dem Terrorismus fertig wird. Und ich kann nur hoffen, dass die Vereinigten Staaten sehen, dass es eine Vielzahl von Konflikten und von Problemen in der Welt gibt, die sie nicht alleine und nicht mit Waffenmacht lösen können, wo sie auch die Kooperation anderer Staaten brauchen. Und sie übernehmen sich sonst auf die längere Sicht. Und das ist natürlich auf der Staatenebene eine Hoffnung, nicht? Und die andere auf der unteren Ebene, auf der Ebene der Menschen und der Gesellschaften, da gibt es eben überall. In Sri Lanka gibt es einen Friedensprozess. Das war ein langer Konflikt. Es gibt ihn in Nordirland, der ist relativ reif schon und ist auch nicht mehr zerstörbar offenbar. Thema unseres Gesprächs ist ja Utopie, Weltfrieden. Was hat denn jeder persönlich von Ihnen für eine Utopie, für eine Vorstellung? Wie kann Frieden erreicht werden und wie könnte er ausschauen? Herr Erres. Ja, wir haben vor 4 Jahren angefangen, meine Frau und ich und unsere 5 Kinder, ihn in Afghanistan, wenn es geht, möglich werden zu lassen. Wir haben dort Schulen gebaut, Schule, Bildung als Grundvoraussetzung für Kommunikation zwischen Menschen, damit natürlich letztlich auch für Frieden. Und eines der wichtigsten Fächer an diesen mittlerweile 10 Schulen, die wir da gebaut haben, übrigens alles aus Spenden von mit Masse bayerischer Schüler, bayerischer Schulen, über 100 bayerische Schulen, haben sich inzwischen daran beteiligt. Eines der wichtigsten Fächer im Unterricht an diesen Schulen ist das Unterrichtsfach Erziehung zum Frieden, wo speziell ausgebildete Afghaninnen, von der UNO speziell ausgebildete Afghaninnen, dieses Fach 4 Stunden pro Woche unterrichten, sehr praktisch, nicht sehr philosophisch, nicht sehr theoretisch, so dass eine Generation, die überhaupt nicht weiß, was Frieden ist, die sich das gar nicht vorstellen kann, weil sie nur Krieg erlebt hat, jetzt langsam, so Schritt für Schritt, auf dem Weg zu einer friedlichen Gesellschaft, zu einem friedlichen Afghanistan geführt wird. Peter?
Also ich glaube, dass es den ewigen Frieden und die Utopie, die Utopia auf Erden nicht geben wird. Es wird immer nur gute Beispiele geben, wie die, die wir gerade gehört haben. Aber dass der Wolf und der Löwe neben dem Lamm liegt, das müssen wir dem Paradies vorbehalten. Also ich würde Frieden nicht als einen Endpunkt beschreiben, sondern als einen Weg zu friedlich-Herren-Verhältnissen. Und ich glaube, dieser Weg muss auch begleitet sein von dem Glauben der Menschen daran, dass sie zu ihrem Recht kommen. Das heißt, Frieden ohne Gerechtigkeit oder zumindest Frieden ohne die Chance, gerechtere Verhältnisse zu erzielen, ist wohl nicht möglich. Also Frieden und Recht hängen und Recht und Gerechtigkeit hängen sehr eng zusammen. Und das ist ein Weg. Und der wird in verschiedenen Teilen der Welt mit unterschiedlicher Geschwindigkeit wahrscheinlich auch vonstatten gehen, sodass man von einer Vision, die einen Endzustand bezeichnet wahrscheinlich, den wird man nie erreichen. Aber der Weg dorthin ist es wert, dafür zu kämpfen. Ich glaube auch, dass das dazwischen liegt oder beides zusammen verbindet, die letzte friedliche Lösung des Lebens wird erst im Paradies sein. Aber wir sind auf dem Weg dazu und wir sollen es möglichst. Wir wissen, dass wir es hier auf Erden. Auf dem Heiligen Berg heute. Wir wissen, dass wir es hier auf Erden nicht schaffen, aber dass wir versuchen sollen, diese Utopie, dieses Leitbild, diese Vision auch zu realisieren. Ich danke Ihnen herzlich fürs Dasein auf dem Heiligen Berg und darf Sie, liebe Zuschauer, einladen zu unserer nächsten Gesprächsrunde, Antex-Gespräche am Heiligen Berg, zum Thema Lähmt der Lobbyismus unser Land, an Christi Himmelfahrt um 11 Uhr. Prost zusammen.